Kennst du Schneebären? Kennst du Knallerbsen? Kennst du Symphoricarpus albus levigatus? Hey, ganz kleines Laub. Jetzt geht's los. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in meinem Alter noch anfange, mit Knallerbsen zu spielen. Ihr kennt sie alle, nehme ich an jedenfalls. Ich gehöre ja auch noch zu der Generation, die meinen Kindern gesagt hat, nix Knallkörper, du kriegst Knallerbsen, da kannst du ein bisschen mehr drum ballern. Zu Silvester und so weiter, zu solchen Anlässen. Aber jetzt war ich am Wochenende zu Besuch. Wir haben ein bisschen gegrillt, ein bisschen was gegessen. Und sind dann natürlich, wie das so ist, die Reihen von Bäumen entlang gegangen und haben mal ein bisschen geguckt, na, was hast du für Bäume und so weiter und so fort. Da fiel mir ein Bäumchen auf. Schneebeere, sagte er. Ich habe gedacht, Mensch, was schöne kleine Blätter. Ich gucke da immer hin, weil da steht sie. Was schöne kleine Blätter. Und dann fiel mir ein, Mensch, sowas hast du doch auch irgendwo im Garten noch stehen. Du hast doch sowas mal mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Ich habe es mal irgendwo mit ausgegraben. Ich glaube, in diesem Bereich, wo ich die Lonicera graben durfte, da ist ein Stückchen mit abgefallen sozusagen. Und dann habe ich es im Garten gesucht heute. Und nun gut, da hat es sich ordentlich gemacht, da ist ordentlich was dazugekommen. Aber es ist natürlich so ein kleines, dünnes Stämmchen. Nun, ich habe sie mitgenommen. Habe dabei gleich den ersten Fehler gemacht, nämlich ich bin wieder mit dem Spaten, so wie bei der Eiche am Sonntag, in den Erdboden gegangen und habe die Hauptwurzel erwischt. Nun habe ich aber auch ein bisschen nachgelesen bei Wikipedia und in einigen Gartenportalen, so wie von Horstmann und so weiter, überhängende Äste, die den Boden berühren, die bilden sehr schnell Wurzeln. Das heißt, das ist eigentlich eine Pflanze, die relativ schnell auch Stecklinge macht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hole mal eben das dünne Stämmchen her. Das hat nämlich eigentlich schon eine recht schicke Krone gekriegt und ich habe das überhaupt nicht mehr wahrgenommen im Garten. Aber ihr habt gesehen, was da alles rumsteht und wie viel da steht. Ich glaube, das muss auch nicht jedes Mal alles erkannt werden. So, hier habe ich sie in Wasser stehen und ihr seht jetzt vielleicht diese Wurzel, dass die so tief steckte, das war mir nicht bewusst. Jetzt habe ich aber sehr, sehr viel Feinwurzeln trotz allem noch. Das heißt, ich brauche mir keinen Gedanken machen, dass die ankommt. Die wird ankommen. Die macht auch keine Probleme, glaube ich. Aber ich habe mir gleich die tiefe Variante der Trainingsschale mitgenommen, weil ich davon ausgehe, dass die erstmal weiterhin in die Tiefe wachsen wird. Die Schneebeere. So, und hier ist das Ding natürlich angedetscht vom Spaten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie tief kommen wir denn hier? Ja, da muss noch ein ganzes Stück weg. Da gehe ich bis da oben hin, bis zu der oberen Wurzel. Und am besten gleich in den Müll und dann mal gucken. So ist es unbefriedigend. Irgendwie möchte ich natürlich, dass ein bisschen mittiger steht. Und deshalb nehme ich auch noch ein bisschen was hiervon weg. Wie gesagt, ich habe erst mich schlau gelesen. Und
Und da stand, dass die von selbst wurzeln, wenn die erstmal in Erdkontakt kommen. Gut, jetzt nehme ich diese Ecke hier, diese eine Ecke von dem Sechseck, drücke die eine Wurzel da hinein und dann nehme ich mal ein bisschen Substrat, angereichertes Substrat, ne? Also ein bisschen Rootmax drin, beziehungsweise nee, Rootmax nicht, sondern Mykorrhiza. Es ist ein bisschen, vielleicht erkennbar, Sphagnummoos mit drin, denn ich weiß nicht, wie sich dieses Bäumchen verhält. Noch mehr Sphagnum. Also immer ein paar kleine Streifen sind drin. Die halten das Substrat jetzt ein bisschen feucht. Gegossen wird es natürlich auf jeden Fall noch. Aber jetzt bin ich so ein bisschen angefixt. Das, was er hatte, war deutlich... Naja, er hatte einen deutlich dickeren Stamm. War natürlich auch deutlich älter. Aber mal gucken, was daraus wird. Was mir klar ist, vor allen Dingen jetzt auch, ist, dass hier oben nicht alles dranbleiben darf und kann, schon weil ich ja diese Hauptwurzel getrennt habe und jetzt auch noch ein Stück von der Seitenwurzel abgenommen habe. Auch wenn sie wie Stecklinge relativ schnell einwachsen, es sind noch ein paar Kiefernadeln. Ach, stimmt. Stimmt ja. Das Substrat habe ich aus dem Garten mitgebracht. Da hatte ich stehen und wollte was umtopfen. Habe das aber erst noch sein lassen. Deshalb ist da auch von allem drum und dran hier an Blättern und so weiter drin. Das habe ich schon ganz lange angemischt. Ich glaube vom dreiviertel Jahr oder sowas. Und immer wieder hin und her gekarrt, weil irgendwie ist es ja oft so, dass man mal große, mal kleine Bäume hat. Und jetzt habe ich ja noch einiges vor. Im Übrigen weiß ich jetzt, dass am 13. Oktober die Aktion stattfindet mit den großen Ulmen. So, wir befinden uns jetzt ja, naja, im Herbst, aber wir haben hier noch ziemlich viel Laub dran. Wir haben einen Stamm von, ja, Stämmchen von einem Zentimeter, aber eine gute Verzweigung. Den würde ich gerne fördern. Hier ist unten noch ein kleiner Austrieb, den möchte ich auch fördern. Das heißt, hier oben muss ich ein bisschen was aus der Krone rausnehmen, damit sich das Bäumchen nicht auf alles konzentriert, was nach oben geht, sondern dem Ästchen unten auch noch ein paar Chancen gibt. Und natürlich mit den weniger Wurzeln auch zurechtkommt und weniger zu versorgen hat. Wie gesagt, dass er so tief wächst, das war mir nicht bewusst und ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich die da eingepflanzt habe. Das kann schon 3 Jahre her sein. Deshalb mache ich jetzt erstmal hier so ein bisschen radikal. Das hier ist jetzt auch eine Art, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich damit irgendwann mal so in Berührung komme und die ich als solche auch nicht identifiziert habe, als ich sie damals eingetopft habe. Was habe ich hier denn? Ach du Schande, meine Festplatte runtergefallen. Oh Mann. Ja, das liegt daran, dass hier alles voll Papierkram liegt.
und ich so langsam den Überblick verliere. Deshalb mache ich es jetzt heute auch ganz kurz. Die muss natürlich jetzt ordentlich gegossen werden. Die Schneebeere. Ich werde sie noch einmal ein bisschen rotieren lassen, damit ihr sie auch noch ein bisschen besser sehen könnt. Und dann würde ich sagen, tja, den Rest des Abends kann ich mich wieder an Papierkram setzen. Ich muss echt sagen, ich hasse Büroarbeit. Ich bin viel lieber mit den Kindern draußen und so weiter, aber wenn ein halbes Schulhalbjahr oder ein Schulhalbjahr aufarbeiten musst, das ist Arbeit. Und man sitzt fast nur am Tisch. Behagt mir gar nicht und dabei ist da draußen im Garten und sonst was noch genug zu tun. Am 13. kommt die Ulm-Aktion. Jo. Es wird also im Grunde ist alles Termindruck. Ja, überhaupt Druck. Kein Bock drauf. So, Freunde, von mir war es das für heute. Wie gesagt, eine Runde gibt es hier noch. Und dann sehen wir uns demnächst oder in Kürze oder wie auch immer. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Thank you.